Guten Morgen, Herr Ries. Wir sind hier auf der 41. Versammlung des Krankenhaus-IT-Leitervereins, KHIT. Der Verband oder der Verein hat mittlerweile 414 Mitglieder. Wenn wir die letzten Jahre beobachten, dann ist der Zuwachs nicht allzu sprunghaft vorangegangen. Kommt er ganz zum Erliegen? Was meinen Sie? Ja, Herr Lorenz, ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Kliniken in Deutschland eher rückläufig ist. Viele große Ketten, sage ich mal, haben auch im Prinzip nur eine Leitungsfunktion und damit sind etliche Stellen, die als IT-Leiter bisher alleine unterwegs waren, in der Form eigentlich weggefallen. Und wir sehen diese Entwicklung natürlich auch, was die Mitgliederzahl betrifft. Deshalb ist ein sprunghafter Anstieg in der Vergangenheit eben nicht eingetreten, auch wenn wir sehr große Reichweite unserer Veranstaltungen und unserer Aktivitäten erkennen. Und wir haben das zum Anlass genommen, auf unserer Vorstandsstrategietagung uns zu überlegen, wie wir dem ein Stück weit begegnen können. Und wir werden das in den nächsten 2 Jahren, hatten ja heute Wahlen des Vorstandes. Wir werden das mit dem Vorstand in den nächsten 2 Jahren in Fokus nehmen und uns überlegen, wie wir künftig auch Kollegen in zweiter oder dritter Reihe, die verantwortungsvolle Tätigkeiten haben, innerhalb der Klinik-IT ansprechen können, Mitglied zu werden und so dem Trend weniger werdender IT-Leiterstellen in Deutschland ein Stück weit entgegenzuwirken und unsere Mitgliederzahl weiterhin positiv, wie in den letzten Jahren wohl auch, aber positiv weiterentwickeln können, entgegen des geringer oder Abwärtstrends der IT-Leiterstellen in Deutschland. Die IT im Krankenhaus hat ja Schnittstellen, beispielsweise zur Medizintechnik. Ist geplant, auch aus diesem Umfeld Mitglieder zu werben oder aufzunehmen? Da will ich jetzt der Entscheidung des Vorstandes nicht vorgreifen, aber ich persönlich könnte mir das durchaus vorstellen. Wir haben ja das Zusammenwachsen von Medizintechnik und IT in der Verantwortlichkeit schon bei einigen Kollegen unter den Mitgliedern, auch im Vorstand. Und deshalb ist es durchaus vorstellbar, dass wir in der Richtung was unternehmen. Ein Anwenderverband ist ja sozusagen eine absolut neutrale Institution. Der Anwenderverband hat aber auch Berührungspunkte, beispielsweise bei Veranstaltungen mit der Industrie, mit Sponsoren aus der Industrie. Wie ist da geplant, weiterhin vorzugehen? Schauen Sie, die Veranstaltungen sind ja in der Größenordnung auch hier wie in den vergangenen 2, 3 Jahren über 170 Teilnehmer. Das erfordert einen doch aufwendigen Vorbereitungs-Organisationsstab. So eine Veranstaltung kostet einige 10.000 Euro. Das hat ja auch unsere Übersicht der Finanzaktivitäten hier für den Verband auch gezeigt. Letztendlich ist eine Ausstellung von Produkt oder Dienstleistungen nicht Zweck unserer Tagungen, aber ein schönes Beiwerk, das einerseits die Gesprächsanlässe eröffnet, Networking ermöglicht und andererseits natürlich auch durch die Sponsorengelder dieser Ausstellungsstände uns ermöglicht, solche großartigen Locations wie hier in Dortmund auch möglich zu machen und auch die Abendveranstaltung durch einen großen Sponsor abwechselnd von unterschiedlichen Unternehmen in der Form auch erst zu ermöglichen. Danke, Herr Ries.